Hallo, ich bin Claudia und ich zeige euch heute eine weitere Methode, innerhalb eines Strickstückes Maschen aufzunehmen, und zwar das Maschen auf Stricken Nummer 2. Das sieht so aus. Die Kante wird recht stabil, ein bisschen stabiler als das Maschen auf Stricken Methode Nummer 1 vom Vorgängervideo. So, von der Rückseite her gesehen sieht es so aus und es ist so ein bisschen kompakter und stabiler als das Maschen auf Stricken Methode Nummer 1. Es geht wie folgt. Ihr nehmt euer Strickstück und wollt nun hier an der rechten Seite und an der linken Seite zusätzliche Maschen aufnehmen. Dazu noch gesagt, man könnte es auch als eigenständigen Maschenanschlag machen, also nicht nur innerhalb eines Strickstückes, sondern auch eigenständig. Aber in der Praxis mache ich das eher nicht, weil da gibt es Besseres. Zum Beispiel die ganzen Kreuzanschläge. Also, wir befinden uns bei einem Oberteil, bei einem Pullover und wollen nun an der rechten Seite zusätzliche Maschen zunehmend durch Aufstricken. Dann strickt ihr die erste Masche, die es schon gibt, die vorhandene erste Masche, also die Randmasche als rechte Masche. Und legt diese verdreht zurück auf die linke Nadel. Das ist eure erste zusätzlich aufgenommene Masche. Dann stecht ihr zwischen den beiden hindurch. Strickt eine rechte Masche quasi heraus. Und legt die ebenfalls verdreht zurück auf die linke Nadel, zieht etwas an, aber nicht zu sehr, sonst fällt das Rausstricken der nächsten Masche schwer. Also nochmal, zwischen den beiden letzten Maschen durchstechen, auf der anderen Seite rauskommen, den Faden durchholen, so tun, als würde man eine rechte Masche stricken und diese dann verdreht auf die linke Nadel legen, etwas anziehen. Zwischen den beiden wieder hindurchstechen, aufpassen, dass man auch richtig rauskommt auf der linken Seite, eine rechte Masche stricken und verdreht auf die linke Nadel, etwas anziehen. So, das ist das Aufstricken Nummer 2 und wenn ihr dann eure benötigte Maschenanzahl habt, dann strickt ihr die im jeweiligen Muster ab. Ihr befindet euch in einer Hinreihe. Das heißt, bei glatt rechts werden alle die Maschen rechts gestrickt. So, die Randmasche schön aufpassen, dass die gar nicht erst so groß werden kann. Und dann die Reihe mit rechten Maschen zurückstricken. Für die linke Seite der Arbeit nehmt ihr die zusätzlichen Maschen also am Ende einer Hinreihe auf. Ihr müsst die Arbeit dazu wenden, strickt die erste Masche als rechte Masche ab, legt sie verdreht zurück auf die linke Nadel und fangt dann wieder an, zwischen den letzten beiden Maschen durchzustechen, eine rechte Masche rausstricken und verdreht auf die linke Nadel zurücklegen. Und das Ganze in eurer benötigten Maschenanzahl. So, und wenn ihr die dann erreicht habt, dann strickt ihr die letzte Masche als Randmasche rechts und dann die weiteren Maschen als Rückreihe eures Strickmusters, beziehungsweise hier bei glatt rechts wären das ja linke Maschen. Passt beim Übergang schön auf, dass
Jetzt habe ich es euch direkt falsch gezeigt. Schön aufpassen, dass das hier gar nicht erst so aufdehnt, dass es schön eng bleibt. Und strickt dann die Rückreihe mit linken Maschen zurück. Und habt dann an beiden Seiten Maschen angeschlagen. So, das waren die vier Methoden, mit denen ich zusätzliche Maschen innerhalb eines Strickstückes anschlage, aufnehme. Wenn ihr noch mehr kennt, ab damit in die Kommentare. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. So sieht das Ganze dann aus von der Vorderseite. Bleibt dran, schaut weiter zu. Es folgen weitere Videos zum Stricken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.